Zwei Dinge sind uns ja hier im Otterzentrum besonders wichtig. Das eine ist, dass wir alle Informationen nach dem Motto Spiele und Lerne vermitteln. Und deshalb gibt es hier diese mannshohen Fragezeichen, auf denen wir unseren Gästen eine Frage stellen und damit ihre Neugier wecken. Und der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist der, dass wir ihnen deutlich machen, was sie selbst zum Naturschutz beitragen können. Und so sind viele Menschen erstaunt, dass die Antwort auf die Frage, was hat meine Garageneinfahrt mit dem Otterschutz zu tun, durchaus mit ihnen selbst etwas zu tun hat, wie sie einmal hier erfahren, wenn sie die Klapptafel aufklappen, aber auch erfahren, wenn sie eines unserer Lernspiele benutzen. Die Antwort auf die Frage, was hat meine Garageneinfahrt mit dem Otterschutz zu tun, bekommt man nicht nur in geschriebener Form, sondern bei uns auch auf spielerische Art und Weise. Wenn ich nämlich hier auf einen Knopf drücke, fängt es an zu regnen und ich kann verfolgen, wie das Wasser, das auf die Fläche auftrifft, die nicht versiegelt ist, das heißt, wo ich meine Wege nicht betoniert, asphaltiert habe, wo ich beispielsweise ein Grasdach auf dem Haus habe, dass dort das Wasser ganz langsam in die Bäche abgegeben wird, während es in dem versiegelten Bereich ganz schnell in das Gewässer geht, häufig die Gewässer diese Wassermengen nicht mehr aufnehmen können und dann über die Ufer treten. Und was tut man? Man baut dann diese Gewässer aus und kanalisiert sie. Und das hat häufig zur Folge, dass Otterlebensräume zerstört werden. Und insofern kann jeder, der in seinem Garten keine Waschbetonplatten verlegt, eine Garageneinfahrt nicht asphaltiert oder sein Dach beispielsweise mit einem Grasdach versieht, dazu beitragen, dass Otterlebensräume erhalten bleiben. Ja, das ist unsere Patengalerie, in der wir die Menschen und Institutionen vorstellen, die eine Patenschaft für eines unserer Tiere übernommen haben. Das Otterzentrum erhält ja keinerlei institutionelle Förderung, zum Beispiel aus Steuergeldern, sondern muss sich ausschließlich aus den Eintrittsgeldern und den sonstigen Einnahmen hier im Otterzentrum selbst finanzieren, eben über die Aktion Fischotterschutz. Und deshalb ist es für uns eine wichtige Hilfe, wenn Menschen eine Patenschaft für eines unserer Tiere übernehmen, denn das ermöglicht uns, die Haltung und die Pflege der Tiere wirklich so beispielhaft und optimal zu gestalten, wie wir das seit 15 Jahren probieren. Tja, was kann man nach 15 Jahren Otterzentrum resümieren? 1,5 Millionen Menschen sind hier gewesen, haben die Otter und ihre nächsten Verwandten und ihre Lebensräume gesehen. Ich denke, sie haben eine ganze Menge hier über diese Tierarten, über diese Lebensräume und über das Thema Naturschutz erfahren. Wir haben auch eine ganze Reihe von interessanten neuen Forschungsergebnissen erzielt und vor allen Dingen haben wir große Fortschritte gemacht, was den Schutz und die Wiederherstellung von Lebensräumen angeht. Insbesondere hier direkt vor der Haustür des Otterzentrums mit unserem Projekt zur Revitalisierung der Ise, an die der Fischotter nach 30-jähriger Abwesenheit wieder zurückgekehrt ist. Nun könnten wir uns eigentlich beruhigt zurücklehnen und auf die Erfolge dieser 15 Jahre zurückschauen. Aber ganz im Gegenteil, wir haben noch eine ganze Reihe von Plänen im Hinterkopf. Wir sind gerade dabei, das Otterzentrum zu einem regionalen Umweltbildungszentrum für die Schulen umzubauen. Wir bauen hier ein regionales Bildungszentrum für Nachhaltigkeit auf, in dem wir uns der beruflichen Aus- und Fortbildung widmen wollen. Und natürlich haben wir noch eine Menge Ideen im Hinterkopf, wie wir das Otterzentrum noch attraktiver machen können, mit noch attraktiveren Gehegen und vielen neuen Lernspielen, sodass es sich auch in Zukunft mit Sicherheit lohnen wird, dem Otterzentrum immer mal wieder einen Besuch abzustatten.